herzlich willkommen zu diesem spontanen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute bin ich spontanerweise wieder im Trips Drill unterwegs. Ja, ich habe gedacht, ich komme jetzt mal hier hin. Ziemlich spontan. Mal gucken, was mich so erwarten wird. Also ich sehe jetzt schon, der Park ist richtig leer. Die Parkplätze waren gerade eben, da war nichts los. Und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt geht's rein. Dort auspacke auseinander. Aber dass deswegen kein Scheißhaustürle aufgeht, also das hätte jetzt aber nicht unbedingt sein brauchen. Also so ein Klunk. So, jetzt bewegen wir uns auch schon noch zu unserer ersten Attraktion und das wird Hals über Kopf sein. Und das Gute ist, ich war gerade in der Verwaltung und habe mir eine Drehgenehmigung geholt, denn sonst darf ich keine On-Rides drehen. Und ich freue mich. Auf dem Weg zurück und hier ist einfach gar nichts los. Nichts, der ganze Park ist gefühlt leer. Meiner ersten Attraktion und zwar ist das Hals über Kopf. Und das Geile ist, wenn man sich hier umguckt, der ganze Bahnhof ist einfach leer. Weiter auf Volldampf. Und das Geile ist, hier im Park ist einfach gar nichts los. Das heißt, ich kann mich anstellen, egal wohin, und kann trotzdem die erste Reihe. Mit Volldampf und Hück geht es jetzt weiter in Richtung Parkmitte und zwar zu den Höhenflug zu meiner Lieblingsbahn.
in Richtung Karacho. Kleiner, spontaner Besuch im Trips Drill. Hier ist nicht so viel los, also in der Karacho steht man jetzt ca. 10 Minuten. Aber mein Weg führt nach Mammut. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr hier seid im Trips Drill. Ihr müsst unter der Woche fahren, weil unter der Woche ist hier fast nichts los. Falls ihr noch frei habt oder so spontan irgendwo hin wollt, kann ich euch das nur empfehlen. Geschüttelt, aber jetzt geht es für mich auf eine Wasserbahn und zwar zum Jungbrunnen. Und zwar ist das mit einer meiner Lieblingsbahnen hier. Allein, weil das einfach so schön aussieht.
Fazit bisher. Also hier im Park ist es heute, ja, eigentlich doch human, sage ich mal. Bei Carajo, na gut, da steht man jetzt 10 Minuten ungefähr und bei Mammut auch. Aber sonst geht's eigentlich. Ich weiß zwar nicht, ob ihr dieses Gebäude hier kennt, aber das hier war damals der Haupteingang hier. Der Park hier im Trips Drill neigt sich dem Ende. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, bis bald!